15. April 2020. Weltweit steigt die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen über 2 Millionen. In Dänemark öffnen Schulen und Kindergärten. In Deutschland gelten die Ausgangsbeschränkungen bis 3. Mai. Geweckt wurde ich an diesem Tag vom lieblichen Geräusch einer Betonmischmaschine direkt vor unserem Schlafzimmerfenster. Nichtsdestotrotz begab ich mich unaufhaltsam zu meinem Arzttermin. Ja, leider bin ich schon wieder unterwegs heute, weil ich habe einen Arzttermin, Gynäkologie. Ich habe den Termin schon 3-mal verschoben. Deswegen muss ich ihn jetzt endlich einhalten. Und ja, jetzt warte ich auf die Straßenbahn, die nicht lange auf sich warten ließ. Und dann ging es den Ring entlang, vorbei an der Oper, in die Wiener Gebietskrankenkasse in der Strohgasse. Die Sicherheitsmaßnahmen waren streng, aber effektiv. Und so musste ich nur kurz im menschenleeren Wartesaal verweilen, bis ich dran kam. So, alles erledigt. Befundbesprechung gibt's in 4 Wochen. Und dann ging's mit der Straßenbahn ab nach Hause. Und auch diesmal herrschte im Inneren der Waggons gähnende Leere. René versuchte immer noch mit diversen Telefonaten seiner Infektionskrankheit auf den Grund zu gehen und endlich Antworten bzw. Termine zu bekommen. Nee, ich habe den Anfraß neben dem, dass ich nicht weiß, was der Keim 1 ist. Weil der Keim 1 ist sicherlich kein Corona-Bier. Bier. Aber 37,1 ist aber nicht fieberfrei. 37,1 ist eine erhöhte Temperatur. Ob man mir das glaubt oder nicht, ich kann zu keinem Internisten gehen, weil der sagt, haben Sie jetzt Corona oder haben Sie nicht? Sag ich, ja, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch. Kein Mensch weiß es. Keiner untersucht es wieder mal. Wir sind wieder dort, wo wir vor wie viele Wochen? Vor vier Wochen. Na, vor 2 Wochen. Gute Frage. Also vor 3 Wochen. Und ich widmete mich schließlich wieder meiner Homeoffice-Arbeit und transkribierte ein Interview. Da ich ziemlich rasch Maschinen schreiben kann, benötigte ich dafür nicht länger als ungefähr 2 Stunden. 16. April 2020. In Brasilien sterben 11 Patienten, die mit dem Malaria-Medikament Chloroquin gegen Corona behandelt wurden. Österreich verzeichnet im europäischen Vergleich die geringsten Zuwachsraten bei Neuinfizierten. Auch an diesem sonnigen Tag führte mich mein erster Weg in den Hinterhofgarten. Das schaut schon gut aus, da habe ich schon eine ganze Menge gemacht. Aber diese Ecke, ihr seht sie, diese Ecke, die muss ich unbedingt noch vom Efeu befreien. Gesagt, getan. Aber um sich hier wirklich wohl zu fühlen, bedurfte es noch einiger Anstrengungen. Was man da alles findet. Ein Feuerzeug. Plastik, es zerfällt total. Seht euch an, was mit Plastik passiert. Da. Und deswegen sollten wir möglichst kein Plastik verwenden. Ich fuhr aber unbeirrt mit meinem zerstörerischen Werk fort und befreite die Mauer unter vollem Körpereinsatz vom morschen Efeu. Also prinzipiell habe ich ja nichts gegen Efeu, aber er muss frisch und grün sein und nicht so aussehen. Genau, frisch und grün soll er sein und nicht braun und staubig. Also weg damit! Puh, sag's euch, der Efeu ist ganz schön widerspenstig da. Hier, das habe ich jetzt mal alles runtergeholt. Und dann alles selbst ausgerissen. Yes. Ja, eine mühevolle Arbeit, die nach Erholung schreit. Und deshalb machte ich es mir mit René noch im Hinterhof gemütlich. Es wieder mit voller Energie an die Gartenarbeit ging.
probiert es was. Ne? Ich meine, die Mauer schaut jetzt auch nicht so toll aus, aber da möchte ich ja noch irgendwas anderes hinstellen. Pflanzen, Töpfe, Blumen. Ja, aber zuerst muss mal der alte Schrott entsorgt werden. Und dann geht's ab in den Baumarkt. Ich wollte ja ursprünglich in den Baumarkt gehen, aber am ersten Tag, als dort geöffnet waren, waren Millionen von Menschen dort und das wollte ich mir nicht antun. Verständlich. Und so lenkte ich mich wieder mit einer italienischen Lektüre ab. E anche ad accettare che la vita è fatta di successi e fallimenti. Und auch zu akzeptieren, dass das Leben aus Erfolgen und Misserfolgen besteht. Und so weiter und so fort. Und dann kehrte auch noch René von der Apotheke zurück. Und sprich, wie war's? News, die die Welt überhaupt nicht interessiert. Nein, oh ja, das interessiert schon. Also, sag. Ja, ich habe halt ein bisschen was Imuzizin bekommen. Nein, er hat ein neues Antibiotikum bekommen. Und das wird sich zeigen, ob das ein bisschen besser hilft oder nicht. Ich kann da gar nichts sagen. Ich warte auf den Sonnengott. Der Sonnengott, der hilft auf jeden Fall. Zumindest scheint er heute. Also dann bitte, legen Sie sich hin, machen Sie sich's gemütlich und huldigen Sie dem Sonnengott. Und während René dem Sonnengott huldigte, erledigte ich noch einen kurzen Einkauf am regionalen Markt. Hey, seht mal, der Markt da drüben hat auch schon wieder offen. Ich bräuchte eigentlich ein Brot. Aber sieht ziemlich überfüllt aus. He? Sind da nicht ein bisschen viele Leute? Aber eigentlich haben alle Masken. Alles gut. Komm mal. Ja, Masken sind gut. Abstand wäre noch besser.